So, ich nehme mal an, zu den Felsen hier muss ich den Sprengmeister bringen. Ja, weil... Wow. Ja, die hatte ich ganz vergessen. Die werden wir vielleicht später alle mal töten müssen. Um noch an Erfahrungspunkte zu kommen. So, wir müssen oben lang. Unten lang gibt es nämlich nur Tod wahrscheinlich. Also da kommen nachher die Untoten hoch. Runenkrieger zu mir! Wer ruft mich zur Seite? Wow, kommt nur her! Lasst sie nur kommen! Ja, eine Sache sollte ich jetzt gerade mal machen. Lasst uns angreifen! Euch nämlich hier unten im Mondsilbermine errichten lassen. Oh, da kommt schon die nächste Welle. Ja! Ja! Nee, die Welle haben wir aber gut weggesteckt, muss ich sagen. Und wir kratzen auch die Nahrung zusammen, die wir nachher hier unten brauchen für die nächste Bevölkerungsstufe. Also ich sehe schon, Level 16 sollten wir locker erreichen. Oh, ein leerer Runenstein. Questgegenstand erhalten. Kiras schlafender Runenstein. Mhm. Bringt den Runenstein der Elfe zum Maskieren. Die Essenz von Kyra, einer Elfenschützin, wurde in diesen Runenstein gefangen. Ihr solltet euch diese Rune vom Maskierten erwecken lassen. Ja. Was gibt es, Mensch? Der König schickt mich. Ihr werdet angewiesen, den Südpass zu sprengen. Na, den Südpass selbst wohl kaum, Menschlein. Aber ich kann mir ausmalen, was ihr und der alte Ragnar bezweckt. Soll mir ein Vergnügen sein. Ich muss nur kurz ein paar Sachen zusammensuchen. Ihr macht euch schon einmal Gedanken, wie wir lebend dorthin kommen. Tut ihr nur euer Handwerk und lasst das Überleben meine Sorge sein. Haha, aber wenn's brenzlig wird, verschwinde ich, das sage ich euch gleich. Mit Kämpfen habe ich nicht viel am Hut. So, fertig, auf geht's, Menschlein. Schön Schritt halten. Ja, jetzt sind ein paar neue Gegner gespawnt, die uns böse mitspielen wollen, so wie es aussieht. Mehr davon! Los! Also insgesamt drei Gruppen, so wie es aussieht.
Okay, den Krieger setzen. Wir werden angegriffen. Dafür, dass er es mit Kämpfen nicht am Hut hat, hat er böse Zauber drauf. Gut. Jetzt kann ich das Upgrade machen. Dazu muss ich hier runter. Und kann Krieger rufen. So, hier wird mehr Mondsilber abgebaut. Das ist ein Hinterhalt. Okay, so kann man es natürlich auch machen. Gibt doch keine Erfahrungspunkte. Wir werden angegriffen. Vorsicht, Gegner! Gibt acht, gleich rumst es! Na, das war jetzt kein besonders großer Rums. Gork ist erreicht. Er scheint Windjaif in seine Höhle gefangen zu halten. Ihr werdet Gork bezwingen müssen, bevor ihr Windjaif aus der Höhle befreien könnt. Also ja, da kommen sie jetzt nicht mehr durch. Das heißt, sie müssen hier lang. Und ab hier werden sie ja beschossen. Meine Axt wartet schon. So, mehr Krieger. Das heißt, wir können jetzt erstmal durchschnaufen. Was gibt es, Mensch? Vielen Dank, Uram. Haha, hat ordentlich geknallt. Was will man mehr? Jetzt geht und macht diesem unheiligen Gewürm den Garaus, Freund. Dumm wie sie sind, werden sie nun geradewegs durch das heilige Feld trampeln. Das wird ihn nicht bekommen. Ragnar glaubt, dass die Magie der Grabmäler die Untoten schwächen wird. Schwächen ist gut. Die Geister unserer Ahnen werden jeden Untoten, der den Statuen zu nahe kommt, postwendend in die Unterwelt zurückbefördern. Und da waren's nur noch 9. So, genug geredet. Nutzt die Gunst der Stunde und greift an. Ja. Er geht wieder zu seiner Hütte zurück. Wo ist mein Titan? Wer ruft mich? Wer ruft mich? Ich höre! Aus dem Weg! Ja, die Statuen machen es aus einem Kleinholz. Nur zu! Zur Seite! Weil hier kommen sie nicht durch und hier wären auch wir nicht durchgekommen durch die lachenden Toten und die Skelett-Champions. Jedenfalls nicht mit der Armee hier. So, ich warte noch, bis wir einmal höher können. Da
Dann werde ich mir nämlich noch ein paar Elite besorgen. 10 Stück. Haben wir für Eliten oder so noch Upgrades? Ja. Eine Einheit wurde aufgewertet. Haben wir eigentlich auch Ding? Sanktuarium, ja. Eine Einheit wurde aufgewertet. Aber ja, jetzt versuchen sie es tatsächlich über diese Felder hier. Ich kann ja mal einen Blick hier runterwerfen. Das sollte sehr viel aufdecken eigentlich. Ja, dieses Ding nutzt einem aber auch nur so weit was, wie der Zauber durchgeht und Skelette tötet. Wow, kommt nur her! Mehr davon! Ich höre! Das ist euer letzter Fehler. Also ja, die kriege ich von hier irgendwo tot. Ich wollte gerade sagen, ich könnte eigentlich mal runtergehen, erkunden, aber da sind ja noch Todesboten im Weg. Ach, sind nur 2 Stück. Ich dachte, das wären 3. Wir werden angegriffen. Standhalten, Männer! Also was den Schaden angeht, hat eine Zweihandwaffe schon mal einen Vorteil. Oh. Nur zu! Vorwärts, Zwerge! Wo ist der Feind? Oh, Freischärlerwams, leichte Kriegskunst, okay. Iridianbeinlinge, Helm der Elite, der ist nicht schlecht. Okay, wir ziehen uns jetzt erstmal zurück. Weil von da kommt schon wieder die nächste Horde. Wir haben also eigentlich so gesehen kaum eine Wahl. In den Höhlen ist nichts. Da kommt wahrscheinlich später irgendwann mal was rein.